Bullseye. Also wenn du Bock hast, Luki, ne, kannst du dir ein Tor abholen. Wenn du Bock hast. Wenn wir Bock, werden wir sehen. Also ich hätte vom Tore schießen, ne? Um das kurz zu clarifyen. Gucken wir mal, ob der Hausino Bock hat. Untergeltung für Jugendcamps. Ja, Spieler für Jugendcamps wäre man gut. 2 7 Pluser. 1 7, 1 8 hatten wir bis jetzt aus 10 Jugendcamps oder so. I'm just saying. Oh, EM. EM 2028 in der Ukraine. Hoffen wir mal. Auf der leichte Gruppe für Deutschland, Belgien, Polen, Rumänien. Das ist tricky. Österreicher, Portugal, Nordmazedonien, Spanien. Uff. Nordmazedonien. War gar kein Länderspiel irgendwie? Okay. Senke die Starter. Schneckerl, Tiriac, Charabi, Stangl und Selzer. Oh, neue Jugendspiel entdeckt. Oh. Subotic. Subotic kann auch mal aufhören, Jugendspieler zu entdecken. Ne? Da kann er sich auch sparen. Der ist Trainer und kein Scout. Sobald Subotic einen entdeckt, dann ist er useless. Wirklich. Also einen einzigen hat er gehabt, der war 7er, glaube ich, aber der hatte dafür dann scheiß Trades. Also er hat nur einmal einen Spieler gefunden, der von den Sternen her in Ordnung war, und dann hat er halt Kacktrades gehabt. Von den Jugendscouts habe ich nur einmal einen abgelehnt, von Asamoah, glaube ich. Weil der, glaube ich, auch nur 7 hatte und dann auch schlechte Trades. Und habe ich gesagt, nee, komm. Ja, das hat sich der Kneidinger so gewünscht. Kneidinger hat es gewünscht und wir haben es möglich gemacht. Also, er hat sich nicht das Bild gewünscht, ne, aber, ne, weiß schon. Er hat sich quasi das Bild von ihm gewünscht. Ich habe ein besseres rausgesucht. Einen Auftrag gegeben, das den Vorgaben des FMs entsprechend anzupassen, und dann kam das bei raus. Und deshalb ist es 78 Millionen wert. So, gegen Leverkusen. Gut, wir haben jetzt noch die Liga, ne? Wir sind jetzt in beiden Pokalen raus, fällt mir gerade so ein. Also können wir uns voll auf die Liga konzentrieren. Abfahrt. Komm on, Hausino. Torschützenkönig braucht noch ein paar Tore. Ich glaube, mit 22 reicht's nicht. Es sind noch 6 oder 7 Spieltage. Das wird am Ende nicht reichen mit 22 Buden. Nduka, Vorlage Armin Diakos. Ausgleich Storloff. Schon 3 gelbe für Leverkusen. Nee, auch mal eine gelb-rote gesehen, könnten wir super. Oh, Tor. Salai, natürlich, der Ex-Freiburger, natürlich. Das ist Mobbing. Das ist einfach nur bodenloses Mobbing. Ausgleich? Hausinho. Come on, da geht noch die Führung.
Für uns? Nee. Och Mann. Also ich glaube, wir bleiben Vierter, wenn überhaupt. Leipzig ist jetzt punktgleich. Aber wie gesagt, ich habe schon einen Drop erwartet jetzt so also im Vergleich zur letzten Saison. Dass wir die Meisterschaft nicht verteidigen werden, nicht unbedingt, war mir schon fast bewusst. Wenn wir Wanner und so abgeben, ne? Vereinsmuseum. Gut, bauen wir weiter aus. Auf 5, ne? Halbe Stadt jetzt hier in Freiburg gebaut. Kalulu verlängert. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Was heißt denn hier schon? Alles gut. Alles gut, Luki. Ich hoffe, du hast einen schönen Abend. Viel Spaß an der Folge, bei was auch immer jetzt noch ansteht. Und nee, aufgrund des Freitags heute wünsche ich dir jetzt einfach noch einen guten Start in die Woche. Auch wenn die Woche ja theoretisch schon gestartet ist, ne? Und danke dir fürs Vorbeischauen. Danke, danke, danke. Der Hausino hat es dir gedankt, quasi. Also er hat es dir vorher schon gedankt, aber, ne? Weiterhin. Vielleicht reicht es jetzt nächste Saison dann jetzt für einen Weltfußballer. Maybe. How to stay alive. So, Scouts können wir auch ein bisschen ankurbeln, ne? Irgendwie lassen die ein bisschen zu wünschen übrig. Die letzten Male waren es nur 7er, 8er und so, was sie angebracht haben, ne? Sonst irgendwie meistens 8er, manchmal 9er, ganz selten 10er, aber die letzten Male war es, wenn wir Glück hatten, 8er. Ja, gegen Wolfsburg, ne? Wo spielen wir? Auswärts, in Wolfsburg. Und wir machen eine kleine Siegprämie. 12k. Wir haben jetzt nur noch die Liga, ne? Wir müssen jetzt in die Liga reinschallern. Mehr haben wir quasi nicht. Mehr als die Liga haben wir nicht mehr. Come on. 10. ist Wolfsburg. Keine gute Saison von ihnen. Am besten nutzen wir das irgendwie aus. So nicht. Glanzparade Scharabi hält uns im Spiel. 0-0 zur Halbzeit. Luca hat immer noch nicht seine Gelbsperre kassiert, ne? Absolut wild. Wie lange der schon an der Gelbsperre sitzt. Schon mindestens 10 Spiele. 1-0, aber für Wolfsburg, glaube ich. Ich glaube, das ist für Wolfsburg. Hausinho, never mind, Elfer. Come on. Let's go. Gelb für Wolfsburg. Das war's auch schon. Sehr ereignisloses Spiel. Meckern, gelbe Hausin und Tor. Und das war's eigentlich gewesen. Mehr ist im Spiel nicht passiert. Aber wir gehen mit 3 Punkten raus. Und das ist gut. Leipzig lässt nämlich liegen. Gegen Leverkusen. Wir gleichen mit Dortmund aus. Die lassen auch liegen. Punkte technisch. Not so bad. Gegen Stuttgart sollten wir jetzt tendenziell das schon eher ausbauen. 16 mir jetzt. Das ist ein teures Level. Das ist ein tolles Upgrade. Aber nehmen wir mit. Gar kein Ding nicht. Gar kein Ding nicht. How to save life. Bentancourt. Aber es ist nicht der Bentancourt. Den schreibt man ohne T, glaube ich. Wir dürfen noch Stuttgart, Schalke. Beide gut machbar. Hertha auch. Und dann Dortmund und Leipzig halt, ne? Also wir müssen so viele Punkte, wie geht, aus den drei rausholen. Wobei wir gegen Dortmund und Leipzig, das sind die zwei vor und hinter uns, ne? Da können wir Platz 3 oder Platz 5 festmachen, je nachdem wie es läuft. Dementsprechend wäre es schon gut, wenn wir uns jetzt eine gute Form anspielen. Und das dann in die beiden Spiele mitnehmen.
Lifestyle. Bau, 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 Lifestyle. Ja, können wir halten, ist okay. Die Trades sind machbar, mit arbeitbar, wie auch immer man das ausdrücken möchte. So, hier Scout. Hier Golf spielen und dann Abfahrt gegen Stuttgart. Come on. Jetzt gute Siege gegen Stuttgart, Schalke und Hertha waren hier so wichtig. Aber irgendwie so plus 15 über die drei Spiele weg oder so. Das wäre so mega. Come on, Leute. Voll reinschallern. Ein Tor wäre schon mal drin gewesen, glaube ich. Nee, angeblich hat man keine Chance. Uff. Sah aber anders aus. Gelb für Selzer. Immer noch nicht für Luca. Schneckerl mit Gelb. Gelb-Rot für Stuttgart. Komm mal, Leute, jetzt müssen wir aber. Jetzt müssen wir aber. Eigentor. Nehmen wir so. Nehmen wir so. Ausgleich. Digga, du kannst es dir nicht ausdenken. Come on. Wir FMen uns einfach selber weg. Wir FMen uns selber weg. Das ist ja super. Beides Meister. Herzlichen Glückwunsch nach dem 30. Spieltag. Wir haben aber auch alles zerrissen diese Saison. Aber wirklich alles. Ja, zwei Spielaktivitäten war. Safe. Das kann ja gefühlt nur schlimmer werden. Casius zu AC Mailand. Der Ozon-Eddy zu Marseille. Bernardo Silva war der andere, nicht Bernardo, Bruno Fernandes war der andere, der vereinslos war. Hat die Karriere beendet. Uff. Uff, uff, uff. Ein bisschen Belastung. It just takes some time. Oh, das Trainingszentrum ist jetzt fertig. War hier gar nicht noch vorbereitet. Was machen wir denn jetzt? Das voll, das voll, das voll, das voll, das voll. I guess das Medienzentrum. Wir könnten das Vereinszentrum vielleicht noch machen. Bürogebäude. Scouting-Büro ist eigentlich egal. Finanzzentrum ist eigentlich egal. Hotel, I guess? Oder wir könnten nebenher schon mal die Straßenbahn noch machen. Komm, wir machen das Hotel, das nehmen wir auch noch. Let's go. Alright, alright. So, es war erst morgen Schalke, aber ne, wir machen ja Jugendmannschaft schon mal. Den müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ausmisten vorm Saisonübergang. Das fühlt sich nämlich schon langsam wieder ziemlich gut. Oh. Bing, 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 bing. So. Keinsberger.
So. Spielergespräche, wichtig, ne? Lief ja sehr, sehr gut. Makengo mal ausgeklammert, diese Saison. Eventuell, weiß ich nicht, vielleicht machen wir das dann mit der Saison, mit der Kaderplanung oder nach der Kaderplanung. Dass wir wirklich mal so allgemeine Verträge anpassen. Die sind so wild durcheinander. Also auch Gehaltsgefüge ein bisschen. Ist mitunter ein bisschen, ist ein bisschen wild verteilt. Nicht so ultra krass, ne? Aber in manchen Bereichen. So, jetzt haben wir gegen Schalke liegen lassen, jetzt müssen wir gegen Schalke umso mehr gewinnen. Wenn wir da irgendwie zumindest nicht unbedingt den fünften haben wollen. Ich meine, 3 bis 5 ist noch alles drin, vielleicht sogar 6, weiß ich nicht. Aber wenn wir jetzt ja einen besseren Platz erwischen wollen, nach Möglichkeit, dann sollten wir gegen Schalke jetzt doch langsam mal punkten. Come on. Und wenn Hausin eine Torschützenkönig werden, wir vielleicht auch. Come on. Jetzt hat Schalke gleich eine Chance und das Ding ist drin, ne? Könnte ich wetten. Come on. Hausinho, da ist er doch. Tor Nummer 25. Boah, Glanzparade, Sharabi, sehr schön. Sehr, sehr schön. Yes. Auch wenn es nur ein 1-0 war. Dortmund lässt wieder liegen, wir sind wieder punktgleich mit Dortmund. Sehr, sehr schön. 3 Punkte vor Leipzig, wir haben noch 1, 2, 3 Spiele. Wir haben 10 vor Gladbach, ja, wir sind mindestens Fünfter. Wir sind jetzt mindestens Fünfter. Das ist schon mal gut. Theoretisch können wir auch noch Zweiter werden. 2 bis 5 werden wir. So viel ist schon mal safe. Zweiter bis Fünfter. Del Mondo macht 3 Buden in der zweiten. Beim 3-0 gegen Karlsruher Jena. Oha, die A gewinnt 7 zu 0. Okay, kann man mal so machen. Safe. Okay, 11 ist noch nicht Max. I guess 15 oder so. Auf der Platzverteilung nach zu urteilen, ne? Also unsere zwei Drittel belegt oder so des Platzes. So, Hertha, auch da ist ein Sieg sehr, sehr wichtig, ne? Wie gesagt, wenn wir jetzt eher Richtung 2 gehen wollen als Richtung 5, dann sollten wir gegen Hertha gewinnen. Prognose ist Vierter, weil wir hier zweimal unentschieden spielen. Und Dortmund die Spiele gewinnt, bei denen wir unentschieden spielen. Also, nee, eins davon ist Dortmund, ne? Aber die anderen beiden gewinnt Dortmund. Wir gewinnen halt eins und spielen zweimal unentschieden. Dortmund gewinnt zwei und spielt einmal unentschieden. Das ist nur gegen uns. Gucken wir mal. So oder so nach Prognose gewinnen heute sowohl Dortmund als wir. Als auch wir. So. Deutsche Sprache und so, ne? Schwierig. Ja, ich weiß schon. I know, I know. So, sehr nice. Damit geht es gegen Hertha. Zu Hause, also sollten wir auch klarer Favorit sein, bin ich der Meinung. Gerade zu Hause. Come on. Armin Dacus Luca wieder mit der Vorlage. Könnt ihr noch zweistellig werden mit Vorlagen dieses Jahr? Wäre auf jeden Fall ein krasses Improvement über die letzten Jahre. 2-0. Armin Diakos. Tor Nummer 20. Dissauer mit Vorlage Nummer 10. Der hat zweistellig. 3-0. Jausinho, Vorlage Pascal Bischoff. Auch der hat jetzt 10 Vorlagen. Eigentorstange. Gibt's nicht. Wieso denn im Eigentore, wenn dann? Gelb-Selzer. Also ich glaube, Luca will sein, der holt sich seine Gelbspieler nicht mehr ab diese Saison, ne? Wahrscheinlich safe vor Dortmund oder Leipzig. Safe. Vor einem der wichtigen Spiele dann.
Aber hier wird es nicht sein, weil, ja, ne? Weil er rausgeht. Come on. 4-1. Tausini, oder? Yes, Vorlage Schneckerl. Bilanzbereiter Arabi, sehr, sehr schön. Come on, 4-1 gegen Hertha, sehr, sehr wichtig. Dann gehen wir auf die 3. Eintracht droppt runter. No, dreimal punktgleich, wobei Dortmund deutlich bessere Tordifferenz hat. Die haben deutlich weniger Tore. Wir haben viele Tore kassiert dieses Jahr. Also zwar nur die drittwenigsten, aber 13 Tore mehr als die anderen beiden. Haben aber auch die zweitmeisten Tore geschossen immerhin. Und wir spielen nächstes Spiel gegen Dortmund. Das Ding ist, wir spielen danach aber auch nochmal gegen Leipzig. Mokoko ist auf 23, Ademi auf 20, zusammen mit Berisha und Sundo Giannis. Auch Platz 3 in der Torschützenliste wird spannend. Nasrullah ist jetzt auf 81. 3333 Minuten spielt. Nice. Der ist auf 79 hoch. Den werden wir dann vielleicht langsam mal verkaufen. 62, weiß ich noch nicht. Osari auf 69. Same thing. Auf den, na, wobei der hatte erst 6,8 Millionen Marktwert, ne? Jensen plus 3. Seebacher plus 4. Den können wir uns vielleicht langsam überlegen, ob wir den verkaufen. Petta plus 5. 8,32. Nee. Der ist plus 5. Plus 3 für Schäferlein. Also nur plus 1 für Jari. Nix für Lienemann. Schade. Lienemann können wir dann langsam überlegen, ob wir verkaufen. Der ist das letzte Jahr, glaube ich, schon kaum verbessert. Da können wir es uns wirklich überlegen. But in the end. So, Van Duiven zu Inter. Für 28 Mio. Ja, Inter hat's ja. Die sind ja mindestens ins Champions League Viertelfinale gekommen, wa? Ein großes Talent. Nein. Abgehoben, I know, aber großes Talent ist uns nicht mehr gut genug. Nee. Verkauft nochmal auch keinen. In you. So, jetzt gegen Dortmund. Zu Hause. Das wird ein knackiges Ding, ne? Neuer Jugendspiel entdeckt. Also Subotic halt, ne? Ganz ehrlich. Siegprämie, wichtigstes Spiel des Jahres. Bam. So ein Ding ist das. Klar könnt ihr auch gegen Leipzig ein wichtiges Spiel des Jahres machen, aber ich glaube, das hier ist ausschlaggebender. Weil wenn wir hier gegen Dortmund jetzt auf die Schnauze bekommen, wird Leipzig so oder so schwerer. Auch mit dem wichtigsten Spiel des Jahres und der Siegprämie. Und andersrum ist genauso. Sollten wir es hier wichtigste Spiel des Jahres und die Siegprämie ausnutzen und gegen Dortmund gewinnen, bringt uns wahrscheinlich das Momentum und das Selbstvertrauen mehr gegen Leipzig als Siegprämie und wichtigstes Spiel des Jahres. Schnecker schlägt sich sehr, sehr gut tatsächlich. Dieses Jahr das erste Mal in der Startelf quasi. Kann gleich mal reingucken. Hat, glaube ich, gerade seine. Nee, was denn? Nee, nicht seine 10. Vorlage. Es ist 78 Mio wert, hat eine 82er Grundstärke und hat 7 Tore, 7 Vorlagen in 31 Spielen. Also absolut, absolut solides Brett im Mittelfeld. So, ist irgendwer in Topform? Arguably? Nee, eigentlich nicht. Wenn, dann Dissauer. Wir fangen mal mit dem Gespräch für Dissauer an. Dann würde ich tatsächlich wahrscheinlich Topform fordern, ne? Okay, ja. Der beschwert sich nicht, also wird sich auch kein anderer beschweren. Behaupte jetzt einfach. So, Schneckerl, wollen wir in Topform. Armin Diakos sowieso. Luca auch. Hausinho auch. Wen haben wir denn noch? Wer fehlt denn noch?
Charabi hatten wir schon. Stangl, Bischoff, Luca, Hausinho, Dissau. Okay, wer spielt denn noch? Zakali auf rechts? Nee, Duka. Gut. Ja, gut, offensiveres Mittelfeld haben wir ja sowieso nicht als ihn. Und ich meine, ne, wenn man jetzt nach den Stärken, nach den Zweitpositionen geht, ist er im Offensiven ein bisschen stärker als im Defensiven, ne? Also kann man das schon so halbwegs argumentieren. Ich meine, wenn nicht, dann hat er sich halt mal eine andere Position angeguckt. Wäre auch nicht so wild. So, dann ganz wichtiges Spiel ist gegen Dortmund. 9:24 gegen 9:25. Ultra ausgeglichen. Wir haben Heimvorteil in Anführungszeichen. Mal gucken, ob uns was hilft. Glanzparade Charabi. Sehr schön. Come on. Come on, Leute. Hier wäre ein Sieg so, so wichtig jetzt. Wenn wir da ein bestmögliches Ergebnis in der Liga erzielen wollen. Tor für wen? Für Dortmund, glaube ich. Ja, Rafael Guerreiro. 11 Meter. Gesundheit. Dahoud mit der gelben. Come on. Da ist der Ausgleich. Hausinho, Tor Nummer 28. Die 30 könnte noch knacken. 2 Tore in 1,5 Spielen. Wieder Tor Moukoko, natürlich. 2-1 Führung zur Halbzeit für Dortmund. Come on, Leute. Come on. Da geht noch was. Pfosten Ganschi. Und das war's. Daniel Malen mit dem 3-1. GG's to Dortmund. Jetzt ist die Frage, was ist noch drin? Wir gehen auf die 4. Ha. Selbst wenn Leipzig gewinnt, ist die Chance sehr niedrig, dass sie an uns vorbeigehen. Wir müssen mindestens mit 6 Toren Unterschied gewinnen. Das Ding ist, Eintracht muss liegen lassen. Ja, wir können nur noch an Eintracht vorbei. Dortmund ist wieder genauso unwahrscheinlich. Klar, wenn sie gegen Hertha verlieren, ist möglich, aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Und Hausinho muss seine 4 Tore Vorsprung halten. Amendiakos, am besten trifft er mindestens einmal mehr als Berisha und Adeyemi. Jeweils. Dann wird er nämlich vielleicht noch Dritter. In der Torschützenliste. Also ganz offiziell. Nee, akzeptieren wir nicht. Zählt zur neuen Erfahrungsstufe. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Ah, in Leipzig, der letzte Spieltag. In Leipzig. Kadern Altintop. Ist er verwandt mit den anderen beiden? Geht auf jeden Fall zu Leipzig. Ronaldo Vieira zu Lazio. Puh. Wird ein enges Ding gegen Leipzig, glaube ich. Hoffe ich. Ja, wobei hoffe ich nicht. Wir können es auch abschießen, aber ich glaube halt eher wird es knapp als ne, das, was sie abschießen. Wir brauchen das Stadion. 18 Tage, alles easy. Ich glaube, bevor wir dann in den Saisonübergang reingehen, dann mache ich eher nochmal die Straßenbahn statt im Stadion. Naja, machen wir nochmal die 50.000 Siegprämie, ne? Uch. Müssen wir gegen Dortmund nicht auszahlen, leider. Dann liegen sie halt jetzt mal gegen Leipzig auf dem Tisch. Gucken wir mal, ob wir dann da ist vielleicht noch einen besseren Platz. Ich meine, wie gesagt, selbst Vierter ist in Ordnung, ne? Auch Fünfter oder so. Ich wäre auch mit Sechsten oder so fein, aber weiter als Fünfter können wir sowieso nicht runterrutschen. Dass wir nicht wieder Meister werden, war, glaube ich, jedem klar vorher. Oha, ich glaube es nicht mal. Kengo, kurz vor Schluss hat er doch nochmal gut trainiert, ja? Ist ihm kurz vor Schluss nochmal eingefallen. Digga, jetzt hau ich nochmal rein. Ah, so ein Assi.
RB Leipzig. Haben keine gute Saison gespielt für ihre Verhältnisse. Ich meine, all things considered haben wir noch eine ziemlich gute Saison gespielt. 1-0 Hausinho, Nummer 29. Luca macht noch die zweistelligen Vorlagen. Vorlage Nummer 10. Macht Hausinho noch die 30 Tore vor, ist jetzt die Frage. Doppelte Glanzparade Lafont. Da liegt noch ein Tor in der Luft, mindestens. Come on, sag mal. Leute. Wie das nicht schon 3 oder 4-0 steht, ist mir gerade ein Rätsel. Bin ich ehrlich. Kannst du dir nicht ausdenken? Come on. Yes, da ist das 2-0. Das Tor Nummer 30 für Hausinho und auch Armin Diakos geht auf die 10 Vorlagen. Armin Diakos, Dissauer, ich glaube Schiefer und Luca haben alle 4, glaube ich, genau 10 Vorlagen, wenn ich mich nicht täusche. Nee, und Armin Diakos hat noch 10, nicht Schiefer. Armin Diakos, Dissauer, doch Armin Diakos, Dissauer, Luca und Bischof, glaube ich. Irgendwie sowas. Es sind, glaube ich, 4 Spieler mit genau 10 Vorlagen. Wir bleiben auf der 4. Eintracht lässt nicht liegen. Dortmund auch nicht. Leipzig ja schon gegen uns. Aber ich glaube, das führt es trotzdem in Ordnung. Hausen mit 30 Buden. Torschützenkönig. Armin Diakos hat es leider nicht geschafft, auf die 3 zu rücken. Pepi hat es getan mit 21 Toren. Hat noch 2 Buden gemacht. Gregoritsch auf 20. Dann gibt es 4 Leute mit 20 Buden. Vorlagen. Hausinho 11. Luca 10, stimmt, Hausinho selber hat 10. 10, 10, 10, 10. Schnecker mit 7 und 7. Also ich glaube, da haben wir sehr, sehr gute Leistungen gehabt. Hausinho, Bischof, Luca, Stangl und Luca alle in der Mannschaft der Woche. Bischof zum 6. Mal, Luca zum 5. Mal, Stangl zum 5. Mal, Luca zum 4. Mal, Hausinho zum 4. Mal. Goretzka war 8 Mal nominiert und Moriba. Und nicht dieses Jahr, oder? Schneckerl und Bischof. Schneckerl am öftesten Spieler des Spiels gewesen bei uns. So viel dazu, ne? So viel dazu. Schön, dass Stangl jetzt in Hochform ist. Marcinko macht nochmal 3 Buden im letzten Spieltag. So, Vereinsmuseum ist durch. Dann können wir wieder Fanartikelverkauf machen. For the world. Stangl, Schneckerl und Hausin in der Mannschaft des Jahres. So, die zweite müsste dann durch sein, ne? Yes, wieder Erster. Ich dachte nicht, dass die wirklich wieder, dass die wieder so gut sind in der dritten Liga. That real guys go for real. Down to Mars, girls. So, dann kommen die mit hoch, ne? Ganz klar. Zur Auf- und Abwertungsrunde. Roses really smell like boo, boo, boo. Und dann gucken wir auch gleich mal, sobald die dann durch sind, ne, müssen wir dann auch die Jugend mal aus. Das machen wir dann Richtung EM, glaube ich. Müssen wir die Jugend aus und machen noch Verträge. Was wir zumindest für die zwei entscheiden, ob wir Verträge machen für die zwei, die wir dann noch müssen. Die anderen werde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen YOLO-mäßig auf nächstes Jahr schieben. Aber gucken, Charabi, zweitbester Keeper tatsächlich geworden. Stangl, bester Innenverteidiger. Duke auf 3, Luca auf 3, Meier und Bischof auf 8 und 8. Dissa auf 13 und im Sturm Hausinho wieder die 1, Armin Diakos die 3 und der jüngste Kyo Domination. Jugendspiel entdeckt. Wieder nur ein Achter. Nehmen wir mit. Echt? Warte. Einfach per Drag and Drop. Ja, aber ich habe sie jetzt nur für 2 Wochen, ne? Die sind dann immer dauerhaft, glaube ich, ne? Weil dadurch, dass ich sie jetzt nur für 2 Wochen mache, habe ich die nur für die Aufwertung und danach schiebt sie automatisch nach 2 Wochen wieder runter. Das ist das Praktische. Wenn ich sie oben lasse, geht es wahrscheinlich über das andere Ding schneller, ja.
Aber da muss ich es halt auch wieder runterziehen. Also bleibt sich dann wahrscheinlich gleich am Ende vom Aufwand. Makengo geht mit der Konstanz hoch. Kann ich auswählen? Okay. Gucken wir vielleicht nächstes Mal. Helge Schiefer plus 1. Nemedo. Weiß ich nicht. Wir können es dann mal ausprobieren, wenn die wieder runtergeschoben worden sind. Dann gucken wir mal, wenn wir dran denken. Probieren wir es mal aus. Bischof mit den Leistungen bisher, aber nur Konstanz, ne? Und Schiefer plus 1. Ganshi minus 2, schade. Vielleicht, muss mal gucken, ob wir den halten oder nicht. Weiß ich nicht, vielleicht muss auch der gehen als vierter Stürmer. Dissauer plus 1. Meier Konstanz. Schellhammer Konstanz. Luca kann es alle nur Konstanz. Niedermüller plus 1. Aber war in der zweiten dann, ne? Ja. Elmohuti plus 1, Super Joker. Amendiakos plus 1. Seltzer Konstanz. Keeper plus 2, super. Nduka plus 1. Weinberger aus der zweiten. Ja gut, das ist der Backup LLV. Das war der schwächste, glaube ich, den wir hatten mit Abstand in der Mannschaft. Schneckerl plus 1. Marcinko plus 1. Kiel plus 1. Rumpel gleicht sich aus. Koga plus 1. Braun plus 1. Öster plus 1. Plus 1. Dämone plus 2. Let's go. Auch Chaika plus 2. Six leider runter. Das war's. Jugendspieler hat sich nichts geändert. Ausgezeichnetes Ergebnis. Oha. Schiff von 1,2. Das ist wirklich wild. 4. Das ist die größte Abweichung. 4 hier. 3, 3, 3. Ansonsten passt, passt, passt. 1, 2, passt. 3, passt. 2, passt. Oha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 von 18. Komplett richtig. Also war nur nach Stärke sortiert, ne? Aber ist trotzdem ein wildes Ergebnis. Neue Jugendspieler. Ach, Subotic. Lass doch einfach stecken. Ganz ehrlich, Subotic. Bitte. Bitte lass doch einfach stecken mit deinen Jugendspielern. Die sind immer scheiße. Lass doch einfach gut sein. Lass doch die Jugendscouts das machen, hm? So, einfach die Jugendscouts das machen. So, die Jugend sortieren wir noch nicht aus. Könnte man zwar theoretisch schon, weil ich glaube, die keinen Restock mehr bekommen. Tatsächlich. Oder? Ja, die sind durch. Erster, die B sogar noch gewonnen und die A wurde Zweiter. Dritter. Das ist gar nicht so bad. Ja, nee, eigentlich können wir schon aussortieren. Why not? So. Wieder alle auf ihre originalen Positionen, ne? Um einen ordentlichen Überblick zu haben. Okay, der Grill kommt in den Fall hoch, der hat 70. Der kommt in die zweite. Und der andere, ganz ehrlich, der reicht nicht. Können wir gleich nach Hause schicken, der reicht einfach nicht. Der hier auch nicht. 50 reicht nicht. 57 wird auch nicht ganz reichen. Das war noch ein Jahr, aber dann sind es gerade so 60. Nee, da sind die Anforderungen ein bisschen höher. Die anderen können bleiben. Da können wir dann nächstes Jahr drüber gucken. So, hier ähnlich. LM, LM, ZM. Da brauchen wir ZM. Der Rest ist super. Auch wenn er verletzt ist. Die sind beide unter 50. So verletzt können die gar nicht sein. 51 wird zu knapp, wenn der nächstes Jahr direkt hochgeht. 53, wenn er hochgeht, wird auch zu knapp. Auch da. 55 ist mir zu knapp. 58 ist noch okay, dann hat er noch ein oder zwei Jahre in der zweiten. Der Rest ist eigentlich fast 60 plus, beziehungsweise der ist sogar als 15. Der Rest ist in Ordnung. So, dann können wir nämlich, dann tun wir uns mit den Mentoren jetzt ein bisschen leichter noch Richtung Ende, wenn dann trotzdem jetzt nochmal was ist. Genau. Können hier noch ein paar Mentoren verteilen. Entwickeln diese vielleicht auch ein bisschen schöner weiter. Genau. So, und jetzt kommt da die EM. Beziehungsweise erstmal die Relegationsergebnisse, ne? 6 Wochen im Melo, na gut, jetzt beste Zeit jetzt eigentlich über die Sommerpause. Ah, nee, war gar nicht Ederson, der keinen Verein hat. Warte. Manchester City.
Ist Ederson vielleicht nur bei City? Entschuldigung, mir ist. Boah, das ist so random jetzt eingefallen. Okay, die haben Ederson nicht mehr. Vielleicht in der zweiten? Ne, die haben Ederson nicht mehr. Okay, aber. Emiliano Martinez war der andere, der vereinflusst war. Der hat auch die Karriere beendet, okay. Aber trotzdem, wo ist denn Ederson dann? Dann fehlt doch trotzdem noch Ederson. Also der Ex-Keeper, schreibt man den nicht so? Den City-Keeper? War halt Ex-City in dem Fall? Ist er irgendwo vermerkt? Nee. Nee. Aber irgendwie ist er verschwunden. Außer hatte ich ja schon mal. Hausino wie der beste Spieler, ne? Absolut wild. Torschützenkönig. Drittbester Keeper, Charabi. Sehr schön. Hannover und Osnabrück gewinnen die Rehle. Also hat es noch runter in die Rehle getrieben, aber immerhin haben sie gewonnen. Haben sich gehalten. Letztes Jahr mit Relegation hoch, dieses Jahr mit Relegation gehalten. Hannover und Osnabrück. Gut, der Grieche akzeptiert, sehr schön. Hausine auf 2 europaweit. Nur Tresoldi von PSG war besser. Boah, ist aber auch ein Neuner. Wo kommt der her? Von Hannover. Okay. Weiß Hannover, wen sie da haben? 18 Tage. Wir sind noch im Mai, ne? Das geht noch, glaube ich. Das geht noch. Ja. Hotel. 36 Tage. Das wird nicht mehr ganz. Das geht sich nicht ganz aus. Machen wir lieber was anderes, ist jetzt die Frage. Ich kann nicht viel anderes, ne? Dann vielleicht das Vereinszentrum. Was ist denn da noch? Oh. Gut, dann renovieren wir es erstmal. Und dann bauen wir es aus. Super, was haben wir denn gesagt? Was haben wir denn gesagt? Nein, 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 nein. So, dann bauen wir es nämlich lieber noch aus. Das kostet nämlich ein bisschen was. Weil wir mit dem Budget dann nächstes Jahr sowieso wieder runtergehen, dann machen wir lieber noch was Teures. Ja. Ist, glaube ich, dann besser. Ride round, ride round. So, dann gucken wir fix die Ligen durch. Hannover bleibt, das heißt Stuttgart und 60 gehen runter. Der nächste Aufsteiger in Hertha hält sich. Bielefeld und Lautern kommen hoch. Magdeburg, Ingolstadt gehen runter. Und dafür kommen Todesfelde und Paderborn hoch. Todesfelde, weiß ich nicht, was mit dem passiert ist. Holy shit. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Aus der fünften. Vierte Liga, dritte Liga, jetzt sind die zwei. Wild. Absolut wild. Die kommen jetzt direkt hoch. Alles klar. In England. City wieder Meister. Liverpool ist mal auf der 2. Chelsea, Man United, Arsenal, Tottenham nur auf der 7. Ein bisschen enttäuscht wahrscheinlich. Leeds geht runter. In Frankreich ist PSG wieder Meister geworden. Surprise. Eine Niederlage, 100 Tore. Stadren wieder Zweiter, also Stadren scheint wirklich zweitbeste Mannschaft in Frankreich zu sein. Marseille nur auf der 8. Das ist natürlich sehr, sehr belastend für Marseille. Inter, AC, Juve, Atalanta, Napoli nur auf 8. Ist ein bisschen schwierig. Parma hat sich noch gehalten, gerade so. Lecce, also die drei Aufsteiger gehen wieder runter, wie es in Italien irgendwie immer ist. Feyenoord ist Meister geworden. Wieder Eindhoven, Ajax auf 2 und 3. In Portugal wurde es Porto, Benfica, Sporting Lissabon sogar noch auf der 6. Sehr belastend für die. Schweiz, St. Gallen, Young Boys, Genf, Basel wieder nur auf der 5. Letzte Saison, glaube ich, auch. Spanien wird Atletico mit 10 Punkten Vorsprung. Real Madrid, Sevilla, Barcelona, Villarreal, Valencia. Und in Österreich, Salzburg. Ganz klar, Salzburg. Sturmgrasten auf 7, trotz unserer Hilfe. Jetzt ist nun die Frage: Pokalergebnisse, International.
Österreich? Salzburg. In Österreich war Salzburg Meister. Vor LASK, glaube ich. Vor LASK? Nee, vor Rapid. Rapid, Tirol, Austria, dann LASK. Und Sturm Graz auf 7 auf jeden Fall. Also Salzburg war wie meistens, ne? Wobei, im letzten Mal, im Hashtag-Mode, glaube ich, haben sie 28 oder so die Meisterschaft verkackt. Irgendwo haben sie, ich glaube, die waren kurz davor gewesen, hier komplett eins, ersten durchzuhaben. Und haben dann einmal an Sturm Graz abgegeben. Champions League. Viertelfinale haben wir noch gesehen. Halbfinale dann. Gut, da waren die meisten schon raus. Bayern kommt weiter gegen PSG. Das ist sehr, sehr schön. Chelsea auch. Und im Finale gewinnt Bayern gegen Chelsea. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier war ja schon nur noch Bayern, ja. In der Euroleague. Hoffenheim gegen Man United im Halbfinale verloren, leider. Monaco, Man United. Boah, Man United 5-0 im Finale. In der Conference League. Wurz Athletic Bilbao. Wann ist da die letzte Deutsche raus? Nicht im Halbfinale. Im Viertelfinale. Leipzig gegen Schachtjor. Uff. Uff, uff, uff. So, EM. Tafelgruppe für Österreich. Bei der EM. Portugal und Spanien und Nordmazedonien, glaube ich. Aber Deutschland auch nicht zu unterschätzen mit, ich glaube, Belgien und Polen. Kriegen eine Woche Urlaub. Einige internationale Nominierungen natürlich, ne? Ansonsten alle nur zurück. Jetzt können wir mal ganz kurz gucken. Kader-Nominierung. Nee. Man verschiebt die einfach direkt. Dann bleiben die, denke ich, da. Also wenn man sie dauerhaft halten will, ja. Aber nachdem ist ja nur für 2 Wochen, dass sie automatisch wieder zurückgeschoben werden, war es so wahrscheinlich. Also letztendlich bleibt es wahrscheinlich gleich. So muss ich sie halt einmal hin und einmal zurückschieben. So wie ich es gemacht habe, muss ich zwar ein, zweimal öfters klicken, aber dafür halt gehen sie automatisch schon wieder runter. So, Deutschland, nämlich erstes Spiel gegen Belgien, schon unentschieden. Geht schon los, ne? Jetzt können wir gleich mal gucken, was für Nationalmannschaften wir haben. Letztendlich wahrscheinlich fast nur Deutsche. Nur Rumänier mit Tiriac. Und halt mit Schneckerl in Österreicher. Also Rumänien, Österreich, Deutschland. Vor allem Deutschland. Jorginho, bester Spieler. Bester junger Spieler, Armin Jakos. Bester Torschütze, Jorginho. Tor des Jahres. Liebling der Fans. Am häufigsten Spieler des Spiels. 8 Mal am Ende noch. Also hat der Schneckerl doch noch überholt dann. Nee, Spieler des Spiels. Schnecker war am öftesten in der Mannschaft der Woche. Deshalb hat er das nicht bekommen. Hausine war nur öfters Spieler des Spiels. Das ist bitter. Sonst hätte Schnecker da auch noch was abgeräumt. Also hat er letztendlich, ne? Aber keiner, der hier bemerkt es. Nochmal unentschieden gegen Rumänien. Ach du Kacke. Das heißt, Deutschland muss jetzt gegen Polen gewinnen. Oder Belgien, Rumänien muss unentschieden spielen. Boah, Deutschland könnte rausfliegen, ne? Österreich ist weiter. Eigentlich. Und Rumänien ist halt, naja, dann soll lieber, ganz ehrlich, dann soll lieber Rumänien rausfliegen, bin ich ehrlich. Tor für Selzer, 2 für Schneckerl. Let's go. 3-3 gegen Rumänien. Boah, Leute. Jetzt nicht in der Gruppe rausfliegen, bitte. Österreich, ja, aber doch nicht. Boah, Deutschland in der Gruppe? Ehrlich? Die könnten noch der Beste mit 3 Punkten sein. Es gibt 3 Mannschaften mit 4 Punkten, die könnten tatsächlich der beste Dritte oder der viertbeste Dritte sein. Die könnten der viertbeste Dritte sein und dadurch weiterkommen. Ja. Boah, ist das lucky. Ist das lucky. Schneckerl fällt aus. Also auch sehr, sehr bitter. Aber wie lange ist die Frage? Neun Tage. Weiß nicht, ob der nochmal spielt, die EM dann. Sehr, sehr schade. Sehr, 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 sehr schade. So, das wird nichts mehr. Dann machen wir jetzt noch die Straßenbahn hier. Dann auch Max die Straßenbahn? Ich glaube, ne? Geht die auf 2 oder auf 3? Ne, geht auf 3 dann, glaube ich.
2-0 gegen Niederlande, weiter sehr schön. Ansonsten Österreich raus gegen Dänemark. Uff. Da ist nur Deutschland ist dabei, das für uns relevant ist. Schade. Und Ungarn hatten wir anscheinend einen. Oder haben wir einen? Gut, Deutschland gegen Portugal raus. Damit sind wir durch, wa? Damit sind wir dann auch durch. Da wird es irgendeiner von uns downgerankt. Safe call. Safe. Das war ein miserables Turnier für Deutschland, ganz ehrlich. Dabei haben wir echt gute Spieler, ne? Dabei haben wir echt gute Leute. Szoboszlai zu Chelsea ablösefrei. Haben es echt nicht auf die Reihe gekriegt, den zu verlängern. Erst hier Haraldsson, Havals-Dings, ne? Und jetzt Szoboszlai auch noch. Sehr, sehr bitter. Brasilien gar nicht. Oh, Brasilien gegen Peru raus. Uff. Portugal gegen Frankreich im Finale. Argentinien gewinnt den Ding. Talent in die Jugendcamp entdeckt. Let's go. In der Schweiz. Hat auch nur ein 7er, aber nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Frankreich ist Europameister. Und Argentinien ist Sieger Copa America. Mbappé, Top-Torschütze mit 10 Buden. Und Dritter ist auch ein Franzose mit 8. Uff. Ja gut, keiner von uns dabei, ne? Deutschland war halt echt zu schlecht. Größte Enttäuschung. Immerhin nicht Deutschland. Immerhin nicht Deutschland. Tatsächlich keiner von uns dabei. Tatsächlich keiner von uns dabei. Super nice. Kein Rumäne, kein Deutscher, kein Österreicher. Ja, nehmen wir so mit. Gut, dann ist wenigstens nichts passiert in der EM, I guess. Nehmen wir definitiv so in Kauf. Oh, Dauerkarten wollte ich mal gucken eigentlich. Auf 10 wenn man gewiss. Also genau im Mittelfeld mit den Dauerkarten. 52.000 ist schon wild. 52.000 ist schon wild. Erste Runde, ja. Champions League halt ein bisschen tough gewesen. Vor allem mit Inter. Der fairste Suchek, krass. Beste Hausinho, ganz klar. Die unfairste Mannschaft waren wir, super. Und nur taktisch ein bisschen verschlechtert. Ansonsten sehr, sehr gute Saison gespielt. Let's go. Nehmen wir so mit. Dafür, dass wir so eigentlich zurückgegradet haben, glaube ich, war das eine relativ solide Saison. Klar, DFB-Pokal war unlucky. Champions League hat mal einfach ein schweres Los. Das wäre auch mit Wandern so super schwer geworden. Und in der Liga haben wir letztendlich ja nicht so schlecht abgeschnitten. Waren wir jetzt Vierter am Ende? Oder Fünfter? Vierter, ne? Ja, ich glaube Leipzig war Fünfter. Ja, genau. Leipzig haben wir noch hinter uns gelassen. Kriegen wieder das Geld für den Dritten. Bayern hat die Champions League geholt. Ich meine, das ist gut für die 5-Jahres-Wertung. Wir sind wieder das Team mit der besten Jugend. Deutschland geht auf die 3. Europas Top 11 wieder Bischof. Und in Luka. Luka schafft es nicht dreimal in Folge, aber Bischof könnte es dreimal in Folge holen, wenn er es nächstes Jahr nochmal schafft. Erste Runde DFB-Pokal. Mal gucken, ob wir diesmal ein besseres Los. Na, was heißt ein besseres? Das war super easy. Ne? Hansa Rostock ist tendenziell ein schwereres Los als letztes Mal wahrscheinlich. I guess. Ja, wir gehen wieder Champions League als Vierter. Wird tough, vielleicht würde uns Euroleague ein bisschen besser liegen, aber. Was sollen wir machen, ne? Was sollen wir machen? Gibt mehr Geld wenigstens so. Immerhin das. Prove. Immerhin hier wird so mehr Geld, ne? Wieso hatten die eine feste Ablösung ver... Ja. Ich glaube, das Problem mit dem 10er hat sich erledigt. Ich glaube, wir haben die feste Ablöse im Vertrag übersehen.
Ja, ist natürlich sehr, sehr bitter, vor allem, weil das ultra wenig Geld ist, ne? Wenn es jetzt wenigstens 100 Mio oder so gewesen wären. Also mich stört mehr, dass es jetzt nur 37,5 werden, als dass es überhaupt geht. Bin ich ehrlich. Aber ist jetzt wahrscheinlich so. Machst du nix. So. Aber den Saisonbeginn. Und so machen wir nächstes Mal. Das Einzige, was ich jetzt nochmal ganz kurz checke, nachdem wir gespeichert haben, sind 10er. Ob es da einen neuen gibt. Ja. Es gibt neue 10er. Vielleicht sogar zwei. Douai von Stade Rennes. Und ein Keeper bei Hertha. Aber auch der ist schon jetzt für die U21 spielen. Sonst hätte ich mir vielleicht sogar überlegt, da nochmal einen Jugendspieler zu holen. Aber nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Zwei neue Zehner. Aber den Rest nächstes Mal.